Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stranded Deep. Wir sind in der 8. Folge und wir hatten ja beim letzten Mal unser Floß soweit fahrtüchtig hinbekommen. Ja, klein, aber fein, so quasi eine Mikroversion eines brauchbaren Floßes und wollen heute rüberfahren zur Insel. Es wäre vielleicht ganz gut, ich hatte geschlafen, ne? Also, ach, jetzt muss ich erstmal gucken, wie steht es eigentlich hier? Wie sieht es eigentlich aus? Ja, ein bisschen essen, ein bisschen trinken wäre gut. Da drüben, auf der nächsten Insel, ja, wird jetzt hell, da muss ich auch auf jeden Fall, ja, damit müssen wir noch warten, da muss ich auch auf jeden Fall da hier das aufbauen, ne? Hier so ein Räucherdings, ein Zelt zum Speichern und Schlafen und so ein Trinkwassermachgerät. Trinkwassermachgerät. Oje, wie ist das eigentlich mit dem Trinken? Ja, das ist... Und ich sollte vielleicht gucken, dass ich zeitig rüberkomme, damit ich nicht in der Hitze bin und das einen Sonnenstich kriege. Da müsste ich nämlich ankern irgendwo auf dem Meer und tauchen gehen, was immer heilgefährlich ist. So, da war wieder einer gekommen, den trinke ich auch noch. So bin ich eigentlich ganz gut drauf und würde sagen, ich sehe zu, dass ich wegkomme. Ich habe hier die Axt, die hat noch 60%. Warum habe ich hier eigentlich einen Stock? Warum liegt hier eigentlich Stroh? Oder warum liegt hier eigentlich Stroh rum? So. Ich hoffe, die sind alle leer, ne? Jetzt habe ich nicht geguckt. Ist besser, nicht, dass ich volle Kisten mitnehme. Leer. Leer. Aha. Schau an. Die ist nicht leer. So. Was ist damit? Die ist leer. Oh, ich. Die ist nicht leer. Aber die ist leer. Die ist auch nicht leer. Und die da? Auch nicht. Auch nicht. Heißt, drei Kisten wäre ein bisschen wenig, ne? Ich will mehr als drei Kisten mitnehmen. Nein. Hier. Zack. Ich glaube, fünf müsste ich... Ja, oder wenigstens vier sollte ich mitnehmen. Was haben wir denn da? Das. Das kann ich auspacken hier. So. Das ist für unseren Kopter später. Den wollen wir ja auch bauen. Fischharpune, die kann ich vielleicht mitnehmen, ne? Ja, kann ich aber aus dem Stock bauen. Muss ich nicht unbedingt mitnehmen. Lassen wir hier liegen. So, was haben wir noch? Die Flasche bleibt auch hier. So, jetzt können wir noch einen Schluck trinken. Brauche ich den Kompass schon? Na. Brauche ich nicht unbedingt. Ich glaube, ich komme ohne Kompass damit klar. So. Ja, sehen wir zu, dass wir loskommen. Auf geht's. Die erste Fahrt. Ja, ne, da war doch so. Ich glaube, eine von den Inseln war das. Von welcher sind wir gekommen? Von der? Aber ich sehe, da ist eine größere, ne? Da am Horizont kann man das sehen im Video, weil es ist eine schlechtere Auflösung. Ich habe ja hier quasi 4K und im Video ist Full HD. Also da sehe ich eine Insel, die deutlich größer ist. Das ist auch eine von meinen. Ich glaube, das ist die Ressourceninsel. Da dürfte viel Zeug sein und wenig Gefahren. So, Anker gelichtet. Was natürlich noch gar nichts bedeutet. Jetzt muss ich das Ding erstmal hier so ein bisschen rauszerren. Komm. Oh, da ist so ein giftiger Igel, sehe ich gerade. So ein giftiger Seeigel. Seestern. Seeigel sind ja ein bisschen anders. Da bin ich ja schon reingelatscht. So, raufklettern. Schnell ans Steuer. Ah, schnell ans Steuer. Geh nicht runterfallen. Segel. So, gucken. Wo ist die Insel? Da. Nee, das ist hier nicht. Da, genau auf die fahren wir zu. Wir sind auf See zum ersten Mal. Yay. Mir gefällt halt nur dieser komische Balkenboden nicht. Das will ich ändern. Ja, sind wir recht zügig unterwegs. Der Wind. Den müssen wir das Segel noch ein bisschen ausrichten. So, obwohl das nicht so wichtig ist. Da sind wir schon ein bisschen abgekommen. Ach, da sehen wir schon Crasher Island da, so halb links. Ist ja interessant, aber ich will auf die Insel zu. Die sieht man so, wenn ich die zur Seite drehe ein bisschen. Das hat mit meinem Blickwinkel zu tun hier. Wenn ich die so ein bisschen auf die Seite gucke, sieht man die dort. Die ist recht groß, ne? Jetzt weiß ich auch nicht genau, welche Insel, von wo ich jetzt gekommen bin. Ist eigentlich Wurst, oder? Und da hinten, jetzt also ganz am rechten Bildrand, das ist Crasher Island. Dann glaube ich, bin ich von der da gekommen. Oder von der da hinten? Ach, was weiß ich.
Könnte man vielleicht ein bisschen daran festmachen, wo das Schlauchboot liegt. Oder da? So. Haben keine Haibegleitung. Ist auch relativ beruhigend. Auf so ein kleines Ding hier mit Haien noch, das wäre... Bisschen lenken. Er will ein bisschen wegtreiben hier. Ah, oh, kommt schon näher, die Insel, ne? Ja, Blick zurück. Ja, das war jetzt ein kurzer Ruckler. Das hat's ja immer. Jetzt sind wir genau zwischen den beiden. Wir sind also quasi aus den Gewässern von der Insel jetzt rübergeflutscht und die Gewässer von der Insel hier. Ne? Wenn wir auf die Map gucken, sind ja so Quadrate. Das heißt also, weiter nach da zu schwimmen wäre jetzt besser, als zu versuchen, zurückzuschwimmen. 9 Tage! Wir sind aber jetzt in der 8. Folge hier, ne? Ja. Folge 8, 9 Tage überlebt. Ja, ich mache ja auch manchmal ein bisschen länger. Weil sie die Tage, die Nächte wegschlafen, ich glaube, das ist Mondlicht, ist ziemlich hell. Ist nur manchmal für kurze Momente während der Dämmerung, dass das mal sehr dunkel wird, aber sonst geht's, glaube ich. Ja, drift ein bisschen ab, ein bisschen reinlenken. Oh, man kann auch Crasher Island jetzt, oder Grazier Island heißt die, ne? Kann man schon ganz gut sehen. Ja, aber ich glaube, das ist meine Ressourceninsel. Die Insel habe ich extra gebaut, damit man im Spiel da immer ordentlich Ressourcen holen kann. Ist ja auch nur begrenzt. Ich kann also das nicht total vollpfropfen, aber ich habe da schon ordentlich viel drauf gemacht. Da gibt es nämlich auch Lehm und fertige Ziegel sogar schon und viele Bäume. Weil sonst ist das, finde ich, in dem Spiel so mit diesen kleinen Inselchen, die es da nur gibt, diese Ressourcen arg begrenzt. Und naja, das ist aber auch so gewollt. Man hat ja schließlich den Editor für die Inseln im Spiel mitgegeben. Ist also kein Cheaten, wenn man sich Inseln baut. Oje, 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 da wollte ich nicht gegenfahren. Ach Mann! Ah doch, ist vorbei. Jetzt hier rumlenken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, diese Brandung. So, geradeaus. So, Segel einholen. Aufstehen. Anker werfen geht so nicht. Muss ich aber, sonst haut mir das möglicherweise ab. Hier geblieben. So. Ich hätte ja ganz gerne das so, dass ich... Geht das so? Man kann das nicht ziehen, wenn das am Anker ist. Ich denke mal, das ist so in Ordnung. Ich habe ja die Kisten dabei. So, Gefahren dürfte es hier eigentlich keine geben. Oh, aber da liegen schon die Steine rum, ne? Hier. Die hier. Ich glaube, 2 Stück brauche ich. Und dann kann ich das ausprobieren, ob das funktioniert. Da liegt noch ein. Am Strand rum. Die liegen hier überall rum. Ja, ein kleines. Die großen Schweine sind hier nicht. So, ich nehme mal 4 Stück. Boah, Leute. So viel war das? Ich hatte die, glaube ich, so zentral gelegt. Aber die explodieren dann, wenn man die so ineinander legt. In dem Moment, wo die Insel spawnt, dann explodieren die quasi. Ich hatte das mal gehabt. Da bin ich mit meinem Flievertüt ziemlich schnell an die Insel gekommen. Dann flog noch so ein Riesenstein vom Himmel. Aber jetzt will ich gucken, ob ich das machen kann. Dummerweise steht jetzt das Segel da drauf. Ich weiß nicht, ob ich das machen kann, ohne das Segel kaputt kloppen zu müssen. Wenn ich jetzt hingehe... Na, ich brauche ja 2, glaube ich, dafür. Nimm jetzt die Axt und hau da jetzt drauf. Ich kann das nicht zerstören. Ein weiterer Herstellungsgegenstand hängt da dran. Ja, kann ich auch nicht. Das geht nicht. Hängt davon ab. Ja. Der nämlich. Da müsste ich den auch komplett kaputt machen. Und ja. Die Frage ist nur, wenn ich jetzt den Anker kaputt mache. Tja. Ob ich dann irgendwelche Teile kriege. Ich werde es jetzt mal probieren. Wie viel war denn das nochmal hier? Was kostet das Segel denn?
Das Segel kostet ein Tuch, zwei Stöcke, ein Seil. Ja, das Tuch ist das. Ich muss mal gucken, ob hier ein Tuch rumliegt. Ich habe die Kisten nicht eingepackt. Wie blöd bin ich denn? Die Kisten sind noch drüben. Warum habt ihr mir denn nichts gesagt? Ich wollte jetzt meine Kisten hier abladen. Oh, nee. Aber da gibt es eine Lösung für. Gibt es eine Lösung für. Boah, was sind denn hier viele Schweine? Ich hab's gut gemeint, ne? Aber es gibt auch andere Inseln, so ist das nicht. Das ist, wie gesagt, die Ressourceninsel, wo man sich Ressourcen holen kann. Ne? Man sieht auch der Wald, viele Bäume, die man hier fällen kann. Aber es gibt auch andere Inseln, da gibt es dann auch Gefahren und Dinge zu erkunden. Aber das ist jetzt hier auf der Insel nicht so spektakulär. So, das ist schon mal unten, das kann schon mal nachwachsen. So. Ja, hier ist ja irgendwie nichts, ne? Da sind Fässer. Da sind Fässer. Das ist dieser Lehm hier, dazu brauche ich aber die Spitzhacke. Ne, dann kann ich da so kleine Lehmböttel raushauen und die kann ich dann, ich glaube, vier Stück oder zwei Stück, da kann ich dann solche dran draus machen. Manche aufsammeln hier. Das sollte erstmal reichen. Zwei Stück nehme ich noch. Und ich hoffe, hier sind auch Kisten. Ja, ja, da ist schon eine. Was ist denn da drin? Okay. Nehmen wir erstmal mit. Haben wir noch eine? Ist nur eine Kiste hier. Da ist auch das Tuch schon. Genau. Oh, nochmal hier Fässer. Oh. Flaschen. Ja, wie gesagt, Ressourcen. Hier liegt eine Menge rum, ne? Aber keine weitere Kiste. Das ist natürlich ein bisschen schade. Kann ich nicht so viel mit. Aber ich müsste hier die Wracks noch gucken, was da noch an Kisten ist. Mhm. Aber erstmal werde ich Folgendes machen. Ich werde tatsächlich das Segel kaputt kloppen. Ich werde das Ruder kaputt kloppen und auch den Anker. Ich weiß nicht, ob ich da Ressourcen wiederkriege. Ich vermute mal nicht. Wo ist denn jetzt... Jetzt habe ich mich verlaufen. Wo ist denn mein Floß? Hier, ne? Nee. Ja, die ist groß, die Insel. Ach, jetzt kann ich nicht schneller. Ich kriege gleich einen Sonnenstich. Aber hier ist Schatten irgendwo, hoffe ich. Denke ich, ja, an den Felsen. Ach nee. Ich habe mich verlaufen auf der Insel. Ich habe mir nicht gemerkt, wo. Da ist Treasure Island. Da muss das da irgendwo sein. Hier. Da ist es doch. Du liebe Güte. Das waren einige Seile, die ich brauche. Ich werde jetzt aber vorsichtshalber das Material dafür erstmal sammeln, falls ich nichts wieder kriege, dass ich das neu bauen kann. So, ich fürchte, wir werden ein Weilchen hier bleiben müssen. So, da ist die Kiste. Jetzt Steine legen. Erstmal lege ich die ab hier. Kleinen Steine habe ich ja noch gar nicht. Jetzt machen wir hier. Ah, ich guck mal eben, wie sieht's aus. Oh, oh. Sun Protect geht. Der Rest ist okay. Ich kann das aber schon mal essen. So, ich muss unbedingt hier so ein... Ich brauche viel mehr Stoff, ne? Ganz wichtig ist doch, dass ich hier so ein Wasserdingsdingsbums baue. Oh, nee. Ich muss mich abkühlen.
kann ich beim Abkühlen auch gleich Sinnvolles machen. Das wird nämlich jetzt doch ein bisschen knappig. Ja, ja. Bin schon in der Sonne jetzt, ne? Hier wird es wohl auch keine Schlangen geben. Hier ist auch kein großes Wildschwein und nichts Giftiges so. Was ich, also habe ich nicht gesetzt. Jetzt mal gucken. Was ganz wichtig ist, das brauche ich ja ständig, ist hier der Wassermacher. So, da brauche ich ein Tuch, drei Steine, ein Seil, auch eine Flasche. Hm, ja. Also Seile. Ich hatte ja schon ein paar rumgehauen da. Wo ist mein Messer? Dann muss ich erstmal dahin bringen, wo ich das hinbauen will. Da sind die Steine, da ist auch mein. Los. Machen wir das hier in die Sonne, ne? Würde ich sagen. Jetzt beißt mich nicht. Oh. Ihr werdet eh gleich gefressen, ihr Krabben. Ich lasse euch nur leben, damit ihr nicht vergammelt. So, Steine. Ja, das ist so. Muss man immer machen. Viele Steine. Allein für eventuell nur einen Anker. Nochmal 6. So, machen wir hier den Steinhaufen hin. Na, schön übereinander gestapelt. Dann brauchen wir den. Was war da eigentlich drin? Oh, noch ein Hammer. Das ist ja auch gut. Lass mal nochmal liegen. So. Können wir das schon bauen? Das ist die Flasche, müssen wir mal. Ach ja, genau. Das ist das Wichtige jetzt hier. Wir müssen Seile machen. Und dazu braucht man natürlich dieses Zeug. Messer raus. Hatte hier welche runtergeklopft, dann sammeln wir die jetzt ein. Ich glaube, allein für den Anker brauche ich schon 3 Seile und so. Das ist also wirklich viel. Dann werde ich hier auch mal, so könnte ich auch schon ein paar Palmwedel eigentlich fürs Wasser produzieren machen. Weil hier sind ja auch viele Palmen. So viele Wedel brauche ich ja eigentlich gar nicht. Na? Jetzt schon mal einiges hier. Ja. Gut. Dann baue ich erstmal den Wassermacher. Sonst verdurste ich hier näher noch. Allerdings brauche ich natürlich dann noch 2-mal Tuch. Das heißt, ich muss auf jeden Fall zu den Wachs gehen. Lass doch mal die Stöcker in Ruhe da. Ehrlich jetzt. Mal wieder 3 Steine. Ich glaube, einen brauche ich dafür. Und Seile. Ups. Jetzt habe ich 2 gemacht, ne? Einen machen wir noch, brauchst sowieso mehr. So. Holen wir uns das mal raus hier. Kann mir das nie merken. 3 Steine brauchen wir sogar dafür. 3 Steine, ein Wedel. Eine Flasche. Machen wir erstmal die Flasche.
Moment, so ein Palmwedel hier. So. Geht's schon? Ja, sollte gehen, ne? Dann setze ich den hier hin. Zack. Und packen wir das schon mal voll. So. Und die packen wir hier hin. Ah, ist schon einiges. So. 1, 2, 3, 4. Feuer müssen wir sowieso irgendwann haben. Und. Ja, 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 ist ja gut. Ich komme nicht weg. Lass mich doch mal hier raus. Also irgendwie, normalerweise, wenn ich das hier ab, reicht das, wenn ich hier hinklicke. Aber gerade. Ja, wartet, ihr kriegt es gleich noch. Tag schon wieder um. Ah, ja. Was wollte ich denn machen? Ach ja, ich wollte so einen Anzünder machen. Da brauche ich 2 Stöcker für. So. Damit kann ich das Feuer anzünden. Legen wir hier hin. Dann können wir schon mal eine von den beiden hier. Du auch tot jetzt. Und dann ist vorbei hier mit der Piekserei. Ah ne, das wollte ich nicht. Schmeiß ich wieder hin hier. Ich will den aufmachen. Ja, jetzt ist es sehr dunkel. Aber das wird sich ja wahrscheinlich gleich wieder ein bisschen relativieren. Wenn der Mond höher steht. Na, jetzt wird es wieder heller irgendwie. Also es ist nur so die Dämmerungszeit, die wirklich eklig dunkel wird. Wie geht's mir? Wassermäßig? Ah ja, geht noch. So. Und jetzt machen wir erstmal das Feuer an. Und dann kann ich diese kleinen Dinger da noch. Seht, ich habe Feuer gemacht. An dem Feuer, so geht aber immer nur ein. So, brauche ich das schon? Nee, ich bin ja nur gut genährt. Ich habe den ganzen Tag irgendwie nichts gemacht. Wieso war ich so gut genährt? Ich hatte noch einen mitgehabt, ne? Und Wasser? Oh, das können wir mal trinken hier. So, jetzt muss ich aber noch so einen Unterstand bauen. Dann haben wir hier schon mal die Notkonstellation soweit fertig. Nur, dass das zum Smoker umgebaut werden müsste mal noch. Den brauchen wir hier, ne? 4 Wedel, 3 Stöcke, 1 Seil. 1, 2, 3, 4. Seil habe ich, glaube ich, noch, ne? Ja. 3 Stöcke haben wir hier. Und dann können wir den schon machen. Den machen wir dann hier hin. So. Und dann sind wir schon klar. Jetzt ist aber hier alles weg. Der wird mal noch zum Smoker umgebaut werden. Bisschen Holz müssen wir hier noch sammeln. Gut, dann haben wir hier schon mal eine Grundausstattung. Das ist wichtig. Und, gucke ich mal hier. Ich habe ja hier meinen. Der hat auch 100%. Also der hat 100%. Meiner hat nicht 100%. Der hat nur noch 25. Den lege ich mir jetzt mal hier ab. Mach die Kiste leer. Und lege das so lange hier ab, was ich hier drin habe. So. Und der 100er Hammer, den lege ich mir hier vor die Tür. Damit ich hier auch einen Hammer habe. Den lasse ich auch hier. Ah, der ist fertig. Dann schmeiße ich das auf den Boden, damit ich den nicht vertausche. Und dann nehme ich den hier. So. Den kann ich essen. Und den zubereiten. Gut. Jo. Jetzt müsste ich das Material besorgen, um Ruder, Segel und Anker neu zu machen für den anderen Boden. Dann machen wir nämlich schönen Steinboden auf das ganze Ding. Dann haben wir schon einen guten Grundstück für den ersten Floß. Da leuchtet eine Lampe, die hole ich mir natürlich. Und dann gehe ich auf das Schiff, auch wenn es dunkel ist. Sieht man so leicht nicht. Die
haben wir? Was haben wir hier noch? Oh, da ist noch ein Mampfi. Jede Menge. Oh, da habe ich keinen Einfluss drauf, wie hier so das Zeug hier drin bestückt wird. Das ist, wenn man so, so eine Hütte hinsetzt hier. Dann wird da, glaube ich, auch immer so ein bisschen zufälliger Spawn hingelegt. Ja gut, die Flaschen. Die habe ich gesetzt. Ja, du kannst wieder aufstehen. So. Tuch ist das, was ich brauche. Und... so, was eigentlich noch? Tuch ist eigentlich das Wichtigste, ne? Ja, ich bräuchte jetzt eigentlich zwei, um das Floß hinzukriegen, dass ich dann notfalls diese Sachen nochmal neu bauen kann, falls die verloren gehen beim Kaputtmachen. Und... das stellen wir hier oben drauf, damit ich auch von Weitem sehe, da ist meine Stelle, wenn ich im Dunkeln hier ankomme. So. Ja, jetzt bleibt er wieder nicht stehen. Manchmal, weiß ich nicht, sitzt, als würde die Taste klemmen, macht er so eine automatische Wiederholung. Ich glaube, das kann man abstellen. Ne? So, die legen wir hier hin. Das ist ganz gut, das ist sehr nahrhaft. Ist der fertig? Ja. Und dann machen wir das Feuer aus. Das geht ja nicht, wenn ich was in der Hand habe. So. Dann haben wir noch einen von. Die Flaschen lege ich hier ab. Die werde ich wohl mitnehmen. So. Das essen wir später. Ja, Tücher. Ein Tuch fürs Segel, ein Tuch fürs Ruder, falls ich das nicht wiederkriege. Und so die anderen Bausteine ist nichts Besonderes. Also ich muss Tuch ran. Deswegen muss ich auf das Schiff. Ich vorsichtshalber aber mal speichern jetzt. Speichern. So, wie spät ist denn das jetzt eigentlich? Ja, 10 Uhr. Also wir sind auch schon eigentlich so weit mit der Folge am Ende. Was werde ich in der Nacht machen? Gleich, wenn ihr raus seid, werde ich wohl nochmal hier so ein bisschen weitermachen. Ohne Aufnahme, aber nur ein bisschen. Ich werde einfach nur ein paar Bäume hauen oder so. Das ist so eine Arbeit, die wollt ihr wahrscheinlich in der Ausführlichkeit nicht sehen. Aber wir gehen nochmal kurz hier auf dieses Wrack. Oh, das ist zu hoch, da komme ich gar nicht rauf, ne? Komme ich hier rein? Ich glaube nicht. Das ist ein bisschen gefährlich hier jetzt. Wegen Haie. Nee, da komme ich nicht hoch. Da muss ich mal erstmal auftauchen, hier rumschwimmen. Und hier kann ich drauf. Hier kann ich so einen Felsen springen. Springen! Ja! So, was brauche ich? Ich brauche Tuch. Das hier holen wir uns später. Nee. Ja, wieder aufstellen. Taschenlampe. Oh, mach doch an. Ah, Kiste. Ja, Kiste. Kiste ist gut. Was ist denn drin? Ein Tuch. Ja, sicher. So wollten wir das doch. Leder. Okay. Haben wir schon ein Tuch. Zumindest können wir dann mal ausprobieren, indem wir, weiß ich, das Ruder weg... Oh, da liegt noch ein Tuch unten. Wir haben schon gewonnen. Kann ich hier runterspringen? Da breche ich mir die Knochen. Das lasse ich bleiben. Mal durchbücken. Da ist Tuch. Ich bin mal hier rüber. Ah, bin in Wasser gesprungen. Das ist gut so. Yeah. Da haben wir zweimal Tuch. Das kann ich nicht mehr nehmen. Bin voll. Da ist ja noch mehr Tuch. Wo ist denn jetzt mein Floß? Da. Die Richtung. Aber ich sehe jetzt noch mehr Tuch. Aufpassen. Nicht in so einen blöden, giftigen Igel treten. Ja, wunderbar. Da können wir das machen. Da bin ich mal gespannt, ob wir dann die Materialien wiederkriegen, wenn ich das abreiße. Dann machen wir ordentlichen Boden. Yay! Dann wird das schon schön, das Floß. Und wir haben hier so viele Fässer, das können wir richtig weiter ausbauen, schon ein Stück.
Geile Sache das. Gut. So, die Lampe weglegen hier. Und hier Tuch. Ist ein bisschen doof, ein bisschen wenig Platz hier so am Strand. Müssen wir mal einen anderen Platz suchen zum Anlanden. Mal dreimal Tuch, die Kiste. Stellen wir hier drauf. Schön davor stellen. Ah, ist doch ganz gut geworden. Was haben wir da? Nochmal Tuch. Ich lege jetzt erstmal so hin. Tuch. Hier. Bläsche. Motor. Was hast du denn jetzt da gemacht? Auf die Flaschen gelegt. Das ist nicht gut. Sonst suche ich mir einen Herrn Wolf. Leder. Nochmal Lampe. Die hatten wir hier hingelegt, ne? So. Kann ich den schon essen oder ist das noch zu früh? Das ist noch zu früh. So. Ich speichere jetzt und dann schmeiße ich euch raus. Und anstatt zu schlafen, werde ich ein paar Bäume hauen, damit hier ein bisschen Holz liegt. Aber das ist langweilig für euch, das kennt ihr schon. Deswegen mache ich das und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann, bye bye und tschüssi.